Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Let's Play World of Tanks mit mir, dem Alcaramba, und zwar auf Hochdeutsch. Auch wenn es den einen oder anderen gefallen hat, aber wie gesagt, die bayerische Version ist jetzt erstmal auch wieder gut. Ja, was ist hier los? Wir zeigen, oder ich, was sind wir? Ich zeige euch den neuesten Schatz unter meinem Panzer, und zwar den Tiger 2, den ich ja im Stream schon das ein oder andere Mal mittlerweile ausgepackt habe, aber wie gesagt, im Let's Play eine Neuheit natürlich, und dementsprechend will ich ihn euch wirklich in seiner Pracht kann man schon sagen, präsentieren. In dem Fall auch wieder mal mit zwei Replays. Ein alter Bekannter wird hier dabei sein, allerdings nur als Zugpartner und nicht als Hörfaktor. Also dementsprechend hoffe ich, es gefällt euch. Wie gesagt, zwei Replays, Tiger 2 geht auch gleich los. So, und da geht's auch schon los. Wie ihr seht, das Geheimnis ist kein dickes Geheimnis. Ich bin mit Ryukat und Rafa gefahren im Zug. Und wie gesagt, ja, es sind zwei Replays. Das erste jetzt ist schon gut, das zweite danach ist dann noch einen Ticken besser, so wie es sogar vom Tiger 1 schon gewohnt war. Dementsprechend also jetzt mal schauen, was hier so passiert. Gucken wir uns doch mal die Teams an. Polargebiet. Die Teams selber sind ja tendenziell ausgeglichen. Also ich glaube, da kann man sagen, da redet man wirklich von, ja, Fernteams. Also dementsprechend kann es was verheißen. Tier 10, 9 und wir sind mit 8 Low Tier. Also mal gucken, was dann da noch so vor sich geht. Also ich fahre hier mit Ryu die JH-Linie nach rechts und da eben praktisch Richtung, ja, der klassischen Standardposition, und zwar hier unten. Dementsprechend natürlich da typisch, würde ich mal sagen, für die Heavys. Als einziges, was hier ein bisschen, ja, direkt auffällt, also wir haben nicht so viel Backup. Mit mir fahrt der AMX-12T mit. Sieht man ja hier. AMX-12T und der T69. Ryu kommt hinterher. Und noch eine vereinzelte Maus. Die Maus wird noch eine, ja, ich würde sagen, eine riesen, den riesen Unterschied jetzt hier dann gleich ausmachen. Also es wird auf jeden Fall spannend, was die Maus hier so mit sich bringt. Aber eben erstmal warten und gucken, weil natürlich IS-7 ist sowas, den will man jetzt nicht direkt gegen sich haben. Und natürlich noch einen E-100. Ja, E-100 macht kurzen Prozess mit dem 12T. So, dann war jetzt meine kurze Überlegung, ob ich denn da nicht nach Norden weiterfahren sollte. So, und der 12T steht für mich da jetzt auch sehr gut. So, so schnell geht der erste Kill. Das ist doch immer mal vernünftige und schöne Leistung, wenn es dann doch so schnell geht. So, T44 macht dann auch noch ein E75 auf. Und jetzt allmählich passiert dann das, wo ich gesagt habe, die Maus nimmt ja einen riesen Punkt ein. Und zwar, ich zoome mal raus. Die Maus steht hier. So, im Prinzip aktuell, ja, gegen drei Panzer. IS-7, I-100 und M-103. Der AT-15 neben der Maus ist auch noch da. Also aktuell sind drei fette Dinger, die nur auf die Maus schießen. So, der erste kommt jetzt auch mal durch, aber mittlerweile wurde da auch etwas abgeprallt. Ich will auf den AT-15 gehen, um Ryu zu unterstützen. Kann ihm auch gleich hier direkt ein paar passen. So, er ist abgeprallt. Ich auch natürlich. Aber Arti macht den Job. So, wir beobachten weiter das Thema um die Maus. Und ihr seht, was jetzt passiert. Die Maus fährt vorwärts. IS-7, I-100, M-103 ziehen sich allesamt zurück. Wegen einer einzigen Maus. Also das ist natürlich schon spektakulär. Und ja, ist natürlich schon eine interessante Leistung. Also Maus, wie gesagt, ist hier im Vorwärtsgang. Alle anderen eben. So. So, jetzt haben wir M103, wurde gekettet. Natürlich eine gute Position für uns, eine schlechte leider für ihn. So, ich bewege mich hier so ein bisschen. Aber M103 kommt trotzdem durch. In dem Fall hat er aber nicht viel Schaden gemacht. Hat in dem auch HE geladen, wie man gesehen hat. So,
E75 am besten direkt ketten, dass man hier auch, dass der gleich da auch den Schaden bekommen kann. Er ist unschlüssig. Oh, gleich nochmal gekettet. Da war es dann auch geschehen. So, Mausfahrt weiter. So, jetzt ES7 und natürlich immer schön rein, da ist er halt dann doch weicher. Genau. So, jetzt Maus drückt. Also muss man echt sagen, also die Seite hier hat die Maus gemacht. Das war, ist unglaublich. Also gegen die Top-Tier der Gegner da so zu bestehen und auch wirklich sagt, ja, das hier so zu durchschneiden, ist eine, schon eine Leistung. So, E100, auch unten natürlich, Frontplatte, da ist er weich. Er schaut weder auf Rio noch auf mich, das heißt, wir haben immer noch hier die Möglichkeit, da reinzuhalten. So, nochmal einen. Und aktuell 3500 Schaden. So, GWE 100, da wollte mein Schuss einfach nicht sitzen. Aber wie soll es anders sein? Jetzt noch schnell, aber nein, das war es nicht. Aber es war eine super Runde, man hat viel Schaden gesehen. Unterm Strich gab es noch ein bisschen was raus. Aber wie gesagt, das Tüpfelchen auf dem i kommt dann also jetzt. Ihr wolltet also das Tüpfelchen auf dem i sehen, dann solltet ihr es jetzt also auch bekommen. Jetzt, wie gesagt, das ganze Setup nochmal. Rafa, Rio und ich weiterhin im Zug. Und hier in dem Fall Kloster. Als Standardgefecht und auch wieder hier. Wir sehen auch da die Teams tendenziell gleich. Vielleicht mit kleinen Tendenzen pro Gegnerteam, aber wenn dann minimal. Also von dem her, auch hier kann man sagen, kann man sich nicht beschweren. Mit dem Matchmaking hier ein bisschen besser. Also jetzt keine 10er mehr, sondern 8er und ja, der Scout, aber das lassen wir einfach mal außen vor. Und ich wieder mit Rio und Rafa fahren. Diesmal fahren wir jetzt auf die gleiche Seite. Macht natürlich auch schon Sinn, im Zug zusammenzufahren. Wobei auch da muss das Setup natürlich auch ein bisschen passen. Weil die ganze Zeit mit dem AMX 50-100 nebeneinander herzudüsen mit zwei Heavys ist nicht so clever. So, Rio braucht ja ein bisschen ja, Anschiebehilfe, sag ich mal. Aber dabei helfe ich ihm natürlich sehr, sehr gerne. Von der Aufteilung her ist es jetzt ganz vernünftig. Drüben auf der 8er, 9er Linie sind verhältnismäßig viele Heavys, aber das ist ganz gut so. Dann ein, also zwei Heavys, ein mittlerer, ein TD, also es ist okay. Das Gros der Spieler bewegt sich hier die 1er, 2er Linie runter und in der Mitte ein bisschen was spottet. Wobei, da könnte es natürlich, ja, da ist der erste auch schon weg. Und die Lorraine wird es jetzt nicht mehr leicht haben. Ich muss wirklich sagen, Tiger 2, Tiger 1 auch, beide Panzer, sehr, sehr schön. Also je länger ich den Tiger 2 habe, desto mehr wohl fühle ich mich mit dem Ganzen. Und natürlich kommen danach auch wirklich auch noch schöne Panzer weiterhin. Also die Linie ist wirklich spielbar und wirklich gut spielbar. Also von dem her, jeder, der damit irgendwo ein bisschen schwanger geht mit dem Gedanken, ich kann es nur unterstützen. So. T54, natürlich schwieriger Winkel, der war fast schon prädestiniert dazu, dass er abprallt, aber man will ja auch vielleicht, so, habe ich zwar getroffen, er hat mich nur, ist nur abgeprallt, aber hätte ich ihn natürlich gern gekettet. So, der T54 hat da gerade noch den Rückwärts eingelegt, so, diesmal habe ich ihn auch
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich ihn gekillt habe. Müsste ich jetzt sogar nochmal genau schauen. Aber diesmal hat auch der IS-8 gut getroffen und hat auch natürlich gleich den Motor zerlegt. Das passiert sehr, sehr gerne mal mit dem Panzer, weil der Motor einfach vorne liegt. So, Kanawon. Ein schneller Schuss, der kann natürlich auch nicht immer treffen. So, Rafa ist fleißig da drüben und schießt vier. Das ist natürlich jetzt eine schöne Zangenbewegung. Das heißt, sie haben jetzt weniger Chancen als wir. So. So einen kann man machen. Aber Rio holt sich jetzt den Kill. So, und jetzt können wir weiter pushen. Also wir sind hier wirklich in einer sehr, sehr guten Bewegung. Einfach mal schnell auf den Helm gezimmert. Da ist natürlich auch noch ein sehr, sehr guter Spieler in dem T30 dahinter. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. So, diesmal ging er auch dann durch. Der war jetzt natürlich so, dass er eigentlich auch gar nicht penetrieren kann. Aber in der Eile kann da schon mal sowas passieren. So, jetzt wird es mir aber eigentlich die Faxen zu blöd. Da dachte mir, da nehme ich ihn jetzt einfach raus, aber habe ich mich zu doof angestellt. So, jetzt aber, dann ist er weg und jetzt lasse ich erstmal. Ja, eigentlich wollte ich jetzt Richtung IS-3 fahren. Das weiß ich nur sogar noch. Das haben wir im TS so abgesprochen. Aber jetzt kommt natürlich die Schildkröte an. Dann natürlich mit ihrem nicht übersehbaren Weakspot. Kommt man einfach gut durch. So. Und jetzt konnte ich den Alexander also rausnehmen. So, jetzt wird hinten gecappt. T34. So, T30 ist hier aktuell so ein bisschen, ja, nicht so aktiv, würde ich mal sagen, gegen mich am Spielen. Deswegen haben wir mal den Reload abwarten. Aber jetzt hat er natürlich wirklich ordentlich getroffen. Aber in dem Fall hat mir der Rafa da gut geholfen. So. Und eben Gegner capped. Rafa fahrt zurück mit dem AMX 1500. Ist einfach schneller als natürlich Rio und ich. So, und Waffenträger. Waffenträger auf Panzer 4. So. War schon so gewohnt, Waffenträger auf EN100 zu sagen. So, jetzt muss man natürlich auch noch ein bisschen hier aufpassen, weil A natürlich offen und B ist einfach die gegnerische Art hier noch am Leben. Natürlich auch ein T95, der in der Regel auch noch irgendwo in der Base rumschwirrt. Rio und ich sind als Einzige nicht zurückgefahren, der Rest ist alles back. Weil es gibt nichts Unschöneres, als ein Spiel zu verlieren, nur durch Cappen. Also das ist letztmalig häufig passiert. So, Waffenträger wieder offen. Ungenau gezielt, sonst hätte das auch anders ausgehen können. So, T95. Konnte ich den Bouncer gerade noch so provozieren, indem ich das Vehikel, wollte ich sagen, etwas quergestellt hat. So, Arti auch noch auf mich. So, jetzt ist das natürlich eine Hausnummer, so ein T95 von vorne auf Distanz. Weakspots sind da auch nicht so leicht zu treffen. Da muss man natürlich jetzt wirklich schon. Ich weiß natürlich, ich ziehe hier ehrlicherweise auch nicht wirklich auf die Weakspots, aber hat einfach einen banalen Hintergrund. Ich will das natürlich auch nicht so schnell einfangen, weil wie ihr seht, unten links auch er schießt mit APCR. Und ja, da geht es einfach mal schnell. Da habe ich es mal mit einer HE probiert, weil eigentlich dachten wir mal schnell rüber, aber so bringt es natürlich auch nichts. Jetzt muss man einfach ein bisschen normalerweise warten, bis dann das Team wieder kommt und hilft. In dem Fall, wenn natürlich Rafa jetzt da von der Seite kommt oder natürlich auch die Arti wirken kann, aber jetzt zeigt er uns schon seine Seite. Ja, bleibt so. Und jetzt habe ich natürlich wirklich freies Spiel. Jetzt komme ich genau ran, so wie ich rankommen will. Und jetzt fahrt er aber leider weg. Jetzt holt sich die gegnerische Arti den Rafa, der arme Hund.
So, jetzt ist T95 hat den Centurion und Waffenträger hat den T54 geholt. Also, das war jetzt ungut, aber Gott sei Dank, so wie er zurückgefahren ist, war das unklug von ihm, weil so konnte ich ihn nehmen. Wäre er anders rausgefahren, hätte das Spiel auch wirklich noch anders laufen können. So, jetzt setze ich da zwei Blindshots, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, so auf die letzte Position hin. Und ich kann euch auch sagen, der da gerade eben, der müsste auch getroffen haben. Ich mache das noch einmal, weil in dem Spiel habe ich gemacht, kann ich euch auch aktuell sagen, 3864 Schaden und habe eben ein Blindset gemacht. Und das, was ich jetzt mache, ist doof, weil wenn ich jetzt nicht schießen würde, dann wäre ich nicht aufgegangen und dann wäre ich auch nicht jetzt gestorben. Also einfach so ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr mitgedacht, dann hätte ich auch den Tod nicht sterben müssen. Aber egal. Wie gesagt, wir haben ja noch zwei gute Panzer, davon auch den Rio. Also dementsprechend die Möglichkeit da. Waffenträger ist offen, hat Rio jetzt rausgenommen. Habe ich in dem Battle leider merke, habe ich dann auch etwas später dann festgestellt, nachdem ich dachte, das könnte ein gutes Let's Play sein, habe ich gemerkt, hätte ich ja mal auf den Gegner umschalten können. Auf den Rio umschalten können, auf den Gegner. Rio, da. Derzeit ist es mir auch aufgefallen, so. Und jetzt wird auch der GW-Tiger rausgenommen. Da hätten wir beide getroffen, aber in dem Fall hat es der Rheinmetall gemacht. Ich denke, auch das war eine sehenswerte Runde. Wie gesagt, der Panzer ist prädestiniert, toll zu sein und er ist es wirklich. Dementsprechend von mir gibt es ein ganz klares Ja zum Kauf und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei selber World of Tanks, Tiger 2, whatever. Ach, eine kleine Anmerkung habe ich noch. Wollt ihr Let's Plays mit Facecam haben oder nicht? Schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil das überlege ich aktuell sehr, 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 sehr stark. Aber ich will eure Meinung erst dazu wissen. Also haut es raus, Let's Play mit Facecam oder nicht. Aikaramba, bye bye und tschüss.